So, ich hatte ja schon einige Einzelvideos, hier oben verlinke ich sie euch nochmal ganz kurz, zu der aktuellen Waffengesetznovelle veröffentlicht. Ich möchte euch hier nochmal eine ganz kurze, ich versuche es schnell zu machen, Zusammenfassung zusammenzustellen. Wir fangen mal mit dem Bullshit an. Thema Airsoft-Waffen. Airsoft-Waffen sind betroffen zwischen 0,08 und 0,5 Bar. Diese gelten dann nicht mehr als Spielzeuge, sondern benötigen einen F-Stempel, sind damit erst ab 18 erwerbbar. Damit bricht im Grunde genommen der Airsoft im Jugendbereich zusammen. Das ist echt eine total sinnlose und sinnbefreite gesetzliche Regelung, die überhaupt gar nicht auf dem Schirm gewesen ist und auch nicht erforderlich gewesen wäre. Wir haben zum anderen das Thema Waffenverbotszonen. Hier haben die Länder laut diesem Gesetzesentwurf die Möglichkeit erhalten, Verbotszonen auch dort zu verhängen, wo gar keine Brennpunkte sind. Rein theoretisch könnte eine Stadt hingehen und könnte das gesamte Stadtgebiet zu einer Waffenverbotszone deklarieren. Wo sind wir eigentlich? Das ist schon echt hanebüchen. Ob nun, wie es in dem Gesetzestext drin steht, ich bin da nach wie vor noch skeptisch. Der Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis, die Befugnis hat, Messer größer 4 cm auch innerhalb einer Waffenverbotszone mit sich zu führen, weiß ich nicht. Ich bin diesem Thema sehr, sehr skeptisch gegenüber und das solltet ihr nach meiner Meinung genauso sein. Nach dem Scheiß, den der Gesetzgeber, sprich das Innenministerium, zusammen mit den Ländern uns hier reingedübelt hat, kann dabei gar nichts mehr Gutes rauskommen. Also für mich ist es noch viel, viel zu früh, sich über diesen Punkt auch nur im Ansatz zu freuen. Thema Nummer 3: Nationales Waffenregister. Das NWR. Alle Änderungen, die im NWR jetzt einfließen sollen, kann ich euch nicht aufzählen. Allerdings ist es jetzt so, dass halt weitere Teile zu kennzeichnen sind. Die Händler sollen direkt anscheinend ins Waffenregister die Transferierungsdaten übertragen und so weiter. Man möchte dadurch eine möglichst lückenlose Rückverfolgung von Waffen. Aber jetzt stelle ich mal eine bewusst dreckige, gehässige, rotzfreche Frage. Sind dort auch Behörden- und Militärwaffen verzeichnet? Sind in dem nationalen Waffenregister auch Exportwaffen verzeichnet? Meiner Kenntnis nach nein. Sind es aber doch die Waffen, die exportiert und für Kriege verwendet wurden, die Waffen, die auch bei Terrorakten verwendet wurden? Macht es also nicht Sinn, diese Waffen auch dort zu erfassen? Dass man weiß, wo sind denn die Waffen mit diesen Seriennummern hingeliefert worden? Warum macht man das nicht? Was ist mit Polizeiwaffen? Wie viele MP5 sind in den letzten ein, zwei Jahren irgendwo liegen gelassen worden, wurden geklaut? Wie viele Dienstpistolen von Polizeibeamten? Ich will keine Polizeibeamten angreifen, aber man kriegt es ja in den Nachrichten unweigerlich mit, dass Dienstwaffen verschwinden. Warum werden diese Waffen nicht im nationalen Waffenregister verzeichnet? Dass man auch die bei Straftaten zurückverfolgen kann. Macht irgendwie gar keinen wirklichen Sinn, sich immer nur auf das Thema Sportschütze, Jäger, Waffensammler zu konzentrieren und dabei das Offensichtliche außen vor zu lassen. Das einzig Positive, das ich bei dieser Gesetzesnovelle mitnehme und sehen kann, ist das Thema Prüfung des fortlaufenden Bedürfnisses. Denn hier hat eine Behörde hier aus Hessen, nämlich Kreis Offenbach, mal so richtig eine von Latz geknallt bekommen. Das Urteil, dass sie sich mühselig vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt hier in Hessen erstritten haben. Ihr erinnert euch, 1218er Regel, auf jede eingetragene Waffe ist null und nichtig. Weil durch das neue Gesetz haben wir diese sogenannte 4-6er Regel, das ist analog zur 1218er Regel. Das heißt, wir müssen für die letzten 2 Jahre einmal im Quartal oder 6-mal im Jahr das Schießen nachweisen. Das heißt, das sind entweder 8 oder 12 Termine in 2 Jahren, die nachgewiesen werden müssen. Pro Waffengattung, Waffenart. Das heißt, ihr braucht pro Jahr 6 Termine Kurzwaffe, 6 Termine Langwaffe, wenn ihr es nicht einmal im Monat mit der jeweiligen Waffenart auf den Stand schafft. Das finde ich eigentlich eine gerecht
passable Lösung. Damit kann der Waffenbesitzer durchaus leben. Das macht durchaus Sinn. Und dieses Urteil, wie gesagt, ne, ihr wisst, was ich mit dem Finger meine. Der Waffenerwerb wurde nicht verändert. Das heißt, hier gilt nach wie vor 12-18er-Regel. Diese Frage ist komischerweise immer und immer und immer wieder in den Kommentaren unter den Videos aufgepoppt. Diese Regelung wurde nicht verändert. Eine weitere Bullshit-Regelung ist die Deckelung von 10 Waffen auf die gelbe WBK, auf die gelbe Sportschützen-WBK wohlgemerkt. Das ist mal so ein totaler Quatsch. Man muss sich das jetzt mal bildlich vorstellen. Da sitzt ein Sachverständiger, ich glaube, der war vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, in der Sachverständigenanhörung vom Innenausschuss. Da war auch eine Frau Triebel, da war ein Herr Gebhardt und viele andere. Aber dieser eine Mensch vom BDK gibt an, der hatte mal irgendwo einen Jäger, der hatte 500 Waffen in seinem Bestand. So, der normal denkende Mensch hätte jetzt eigentlich erwartet, wenn die dieses Thema denn aufgreifen wollten, dass sie dann hingegangen wären und hätten gesagt, okay, der Jäger wird auf seinem Jagdschein auf 10 Waffen, 15 Waffen, 20 Waffen gedeckelt. Nee, was machen sie? Sie gehen auf die gelbe Sportschützen-WBK und sagen, 10 Waffen, mehr nicht. Wenn du mehr benötigst, dann musst du bitte ein Bedürfnis bei deinem Verband anfordern, also beantragen, und dann geht die auf grün. So in etwa soll das dann ablaufen. Und das für ein Scheiß? Kann mir das mal einer erklären? Was ist das für ein Blödsinn? Alles in allem kann man sagen, wir haben von diesen ganzen Punkten, ich meine, da ist noch mehr Scheiße drin, aber ich habe mich nicht mit jedem Dreck auseinandergesetzt. Aber von all diesen Scheiß ist gerade mal ein Punkt dabei, der uns irgendwie zugutekommt. Ja, bei dieser Bedürfnisgeschichte, zweimalige Prüfung, nach 5 Jahren und nach 10 Jahren. Und nach 10 Jahren reicht eine Bescheinigung vom Verein über die Mitgliedschaft. Fertig. Das ist das einzig Positive, das mit dieser 4-6er-Regel. Das war's. Ich kann aber trotzdem jedem empfehlen und tut mir bitte den Gefallen. Ich beantworte euch ja nach Möglichkeit, wenn ich es kann, eure Fragen. Aber wenn ich euch in dem Video schon etwas erkläre, dann braucht ihr doch nicht diese Frage genau nochmal zu stellen. Weil ich habe es euch doch bereits erklärt. Sprich, 12-18er-Regel für den Erwerb. Unterschied Besitz und Erwerb. Ja, ist nicht böse gemeint. Aber ein bisschen Zuhören gehört irgendwo schon dazu. So, es ist ein Tag vor Heiligabend. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein frohes Fest und vorab schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht wird es besser, ich hoffe es. Und wir sehen uns an altgewohnter Stelle. Bis dann.